Bastian Scherbeck, ich bin Geschäftsführer der deutschen Niederlassung von We Are Social. We Are Social ist die weltweit größte Social Media Agentur. Viele Buchhandlungen und Verlage sind mittlerweile auch im Social Web aktiv, unter anderem bei Facebook. Was sind auf Facebook so die drei Dinge, die man auf gar keinen Fall machen sollte? Ziellos auf die Plattform gehen, ja, wie auf jeder anderen Plattform. Man sollte sich ganz darüber im Klaren sein, was man denn auf Facebook erreichen möchte. Möchte ich den Abverkauf steigern? Möchte ich meine lokale Buchhandlung, meine lokale Niederlassung promoten? Das ist sicherlich das Erste. Ich sollte mir einfach darüber im Klaren sein, was möchte ich da erreichen. Das Zweite ist, ich sollte bitte schön meine Fans, die ich mir dann hart erarbeitet oder hart erkauft oder für die harte Währung erkauft habe, nicht zu spammen, nicht zu müllen, sondern sollte echte Mehrwerte schaffen. Und das ist ein gutes Stück Arbeit, was man nicht unterschätzen darf. Jeden Tag aufs Neue in kurzen, knappen Sätzen mit Bildern, mit visuellen Informationen wirkliche Mehrwerte zu schaffen. Und das Dritte, ich sollte vielleicht auch nicht zu viel Wert auf Facebook geben. Es gibt viele andere wichtige Plattformen, viele andere Wege im Social Web, auch als Buchhandlung, als Verlag Mehrwerte zu schaffen und mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten. Wie sieht es aus mit der Erfolgskontrolle? Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt zu überprüfen, ob sich mein Facebook-Engagement lohnt? Das ist auf Facebook relativ einfach. Wenn ich einmal weiß, was ich möchte, dann habe ich die Möglichkeit, in die Facebook-Page Insights zu gehen. Das heißt, jeder Unternehmensauftritt auf Facebook, jeder Unternehmensauftritt auf Facebook hat kostenlos noch ein Analyse-Tool, das dahinter hängt. Das sind die Facebook-Page Insights. Und da habe ich die Möglichkeit, alle wichtigen KPIs, wie man so schön sagt, abzufragen. Also wie hat sich meine Reichweite entwickelt, wie hat sich mein Fanwachstum entwickelt, wie stark interagieren die Fans mit meinen Inhalten, wie alt sind die Fans, aus welchen Städten kommen sie, aus welchen Ländern kommen sie, etc. Da kann ich also sehr schön und fast tagesgenau, also es ist immer noch so, dass die Daten ein bisschen brauchen, bis sie ankommen im Analyse-Tool, aber fast tagesgenau anschauen, ob ich meine Ziele erreicht habe. Wie sollte man seine Zielgruppe ansprechen auf Facebook, du oder sie? Was ist die richtige Anrede? Ich glaube, es ist sehr individuell zu handhaben. Das muss zur Zielgruppe wie zur Marke passen. Das heißt, wenn ich eine sehr junge Marke bin, eine junge Zielgruppe, die eventuell auch in ihrer klassischen Kommunikation eher zum Du als zum Sie neigt oder ein Habitus hat, der eher dem Du als dem Sie zuneigt, dann sollte man definitiv auch das Du nehmen. Wenn ich ein sehr klassischer Verlag bin, vielleicht ein Fachverlag, ein Kunstbuchverlag, der dementsprechend das Publikum hat, dann möchte ich das nicht duzen, dann bringt es auch nichts, das zwanghaft auf Facebook zu tun, sondern dann bleibe ich tatsächlich beim Sie und das ist völlig in Ordnung. Das tun wir auch bei dementsprechenden Kunden. Ist Facebook überhaupt noch die richtige Adresse, wo man unterwegs sein sollte? Oder würden Sie sagen, es gibt Plattformen, die mittlerweile dabei sind, Facebook zu überholen, wo es eigentlich viel lohnenswerter auch für Buchhandlungen und Verlage ist? Also es gibt sicherlich keine Plattform weltweit, die Facebook in der Quantität, in der Reichweite überholen kann. Es gibt rein von den Möglichkeiten, die man in der Kommunikation auf Facebook hat, Plattformen, die da drankommen oder sogar besser sind, wie Google+, beispielsweise. Da habe ich dann aber das Problem der Reichweite. Ja. Das heißt, in dem Sinne gibt es nichts, was an Facebook drankommt, aber es gibt doch in vielen Bereichen, Plattformen, wo ich meine Zielgruppe sehr viel geballter und mit weniger Suchen und mit weniger Aufmerksamkeit finden kann, als wenn ich das in dem globalen Tool Facebook tun muss. Das heißt, wenn ich ein sehr, sehr nischiges Thema habe, dann sind es unter Umständen die richtigen Foren, wo sich meine Zielgruppe austauscht, wo ich dann eine Kooperation mit dem Forenbetreiber schließen könnte oder ein eigenes Forum starten könnte, um da meine Zielgruppe zu erreichen. Das muss definitiv nicht immer Facebook sein. Was funktioniert auf Facebook gut? Viele fragen sich, was soll ich eigentlich posten? Was ist interessant für die Leute da draußen? Was ist so die richtige Strategie, um seine Kunden anzusprechen? Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Also generell, das ist sozusagen ein Dreieck, was man erfüllen muss. Ja, auf der einen Seite muss man mit dem spielen, was Facebook anbietet. Man muss die Regeln von Facebook erfüllen. Man hat sicherlich auch interne Unternehmenspläne, Unternehmenspolitik, der man gerecht werden muss. Und man muss natürlich seinen Fans gerecht werden und seiner Zielgruppe. Wenn ich sagen sollte, was auf Facebook funktioniert, dann ist es am Ende des Tages tatsächlich wieder eben Mehrwert für meine Zielgruppe erarbeiten. Und das kann bei einem Comic-Verlag
können das Einblicke in noch nicht veröffentlichte Comics sein, wie auch immer. Bei einem Fachverlag ist es tatsächlich vielleicht die fachspezifische Diskussion oder die Anregung zu fachspezifischen Diskussionen, verweist auf Fachartikel etc., die dazu führen, dass meine Zielgruppe bereit ist zu akzeptieren. Du musst mir das sagen, dass ich täglich mit ihnen in Kontakt stehen möchte. Denn das ist auch das, was man tun muss, um auf Facebook wiederum zu funktionieren, ist, dass Facebook erwartet, dass ich im Prinzip täglich Inhalte produziere. Also einmal die Woche, zweimal die Woche reicht nicht aus, ich muss permanent dabei sein. Vielen Dank, Herr Scherbeck, für das Interview.